Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, aka Toto, beim Clan True Warriors. Ja, reimt sich sogar ein bisschen, noch 113 bis 13. Ja, das heißt nichts anderes als, dass wir 113 EP noch brauchen, um den Clan Level 13 zu erreichen. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass es in jedem Fall im nächsten CK passieren wird. Egal, ob wir den gewinnen oder verlieren. Den letzten haben wir zumindest gewonnen. Mal wieder dank unserer herausragenden Elfer haben wir die Warrior 2 hier geschlagen. Aber die haben auch nicht wirklich gut angegriffen, teilweise nur mit einem Helden. Ah, da ist man immer ein bisschen gehemmt. Und ich habe meine beiden Angriffe auch jeweils mit ein und mit zwei Sternen gemacht. Nicht rühmlich, aber zumindest habe ich nicht wie in den letzten CKs mindestens einen so richtig in den Sand gesetzt. Und nehme mal ein bisschen Bonus mit. Wir gucken mal, ob wir fürs Wochenende schon gerüstet sind. Wir sind 2020, ja, da muss noch was gehen, Leute. 5 Stück vielleicht noch grün, also ich werde wahrscheinlich meine beiden RH9 noch grün hier reinbringen und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch den einen oder anderen mitnehmen. Den hier nehmen wir zum Beispiel mal nicht mit, ist ein R8. Und dann gucken wir aber mal, aber wir können trotzdem mal reinschauen in den letzten CK. Denn so ein paar Sterne haben wir doch noch gemacht. Also diesmal hat es auch wieder die Dev gerissen, kann man nicht anders sagen. Auch meine Wenigkeit hat nur 2 Sterne kassiert. Ich glaube, ein oder zwei Angriffe hatte ich auch auf die Base hier. Der AFA hat 2 oder 3 Mal gehalten als RH9. Ist das schon für mich ein echtes Erfolgserlebnis, dass die Base vom AFA hier so gut gehalten hat. Und ja, ihr seht selber, der Gegner war jetzt nicht so wirklich prall, hat Andri nicht geschafft. Ich meine, das war unsere Nummer 18 und Ragnar hat jetzt auch nicht so die pralle Superbase. Aber geschafft ist geschafft und im RH9-Bereich brannte natürlich überhaupt nichts an, muss man dazu sagen. Mein, den ich im Vorkampf gemacht habe mit dem AVA, den hatte ich, muss ich mal gerade schauen, wo wir hier einsteigen. Wir steigen, glaube ich, hier ein. Denn das war die Base, die ich mit dem Avatar gemacht habe. Die hat sich später der WW8 gekrallt und hat sie dann auch letztendlich gedreisternt. Ich muss jetzt selber mal gucken, womit eigentlich. Ah, okay, er lockt hier unten mit dem Hockrider und kommt dann weiter. Ich denke mal mit einem Queen Walk. 29er Queen, ah, das ist ja auch schon ganz schön weit, aber ein bisschen geht er noch. WW8. Aber sieht gut aus hier, den Drachen brauchst du nicht unbedingt zu verlangsamen, der ist sowieso langsam. Er macht halt nur massiv mehr Schaden, aber wenn die Loons alles auf einmal fallen lassen, das ist dann nicht ganz so gut. Und deswegen hat man eher den Fokus auf die Loons als auf den Drachen. Denn der ist auch wesentlich schneller noch abzulenken, wenn man zünden muss. Boah, war es knapp hier. Alter, das war ja allerletzte Rille. Okay, dann gucken wir mal weiter, wie er das hier gemacht hat. So, ich habe mal eben eine trockene Kehle. Mal kurz was trinken. So, da könnt ihr mal raten, was es ist. Lecker, lecker. So, geht aber weiter. Und jetzt kommt er hier schon mit seinem Killsquad rein, kann jetzt eigentlich schon die Valkyren schon reinschicken. 4 Stück hat er im Petto. Die schickt er jetzt aber auch alle rein. Und dann werden die vermutlich endlich mal reinlaufen, dass mal endlich irgendwas in die Base hier läuft. Außer der Golem, der jetzt da richtig Feuer kriegt in der Mitte. Bowler laufen außen rum mit dem King. Aber der King macht jetzt mit den Bowlern zusammen die Mauer, weil hier außen natürlich überhaupt nichts mehr steht. Da hat die Queen schon alles weggemacht und kommt jetzt gut hier mit den Bowlern. King in der Mitte ist natürlich fantastisch mit dem Riesen noch, was das Tanken angeht. Die Queen tankt im Moment den X-Bogen, ist natürlich auch super. Gibt es überhaupt keinen Beschuss auf die anderen Truppen und King kann auch noch zünden. Ja, das sieht gut aus. Selbst jetzt nur, ich hätte fast gesagt, nur mit Queen, mit den vielen Heilern wird das hier was, weil kein Gebäude mehr so weit innen steht, dass die Queen sich noch einmal durch eine Mauer quälen muss. Aber jetzt kommt der King und ich denke mal, jetzt zündet er ihn. Ja, macht er auch. Ah, okay. Ich hatte den Kampf noch nicht gesehen, also ich habe auch nicht
wieder nicht alles gesehen hier vom CK und muss dann eigentlich live kommentieren, weil ich den Kampf nicht kenne. Aber sieht gut aus hier. Super Sache vom WW8 auf die doch wirklich sehr starke RH9 Base hier. Muss einfach ein Zehner ran. Ist manchmal so, hast einen guten Neuner, so wie der Avatar eigentlich ist. Schaffst du die auch, aber man schafft sie natürlich noch besser oder vielleicht etwas einfacher, wenn man da einen Zehner ranlässt. Genau wie hier auch, hatte ich ja auch gesagt, die 13, die brauche ich mit dem Avatar gar nicht erst anfangen. Das hoffnungslos gegen drei Maxed Out X-Bogen und auch die Kanonen auf 12, 13. Ich glaube, das sind, ich weiß gar nicht, das sieht mal aus, das sind alle schon 13. Also das ist ein Maxed Out RH10 hier. Und da musst du dich als, ja, auch wenn als guter Neuner, nicht unbedingt dran trauen. Ja, vielleicht für 2 Sterne, weil das Rathaus doch ganz gut erreichbar ist. Aber das hilft dann in solchen Kriegen auch nicht wirklich weiter. Und der Sir Amelot hier kommt schon richtig krass mit seiner Truppe rein. Ich traue mich immer noch nicht, diese Truppe einzusetzen, muss ich sagen. Weil ich weiß gar nicht, wie schnell man diese Truppen setzen soll. Gerade wenn es darum geht, zu anfangen. Ja, was man setzt ja eigentlich die Hexen als erstes, damit die Skellies rauskommen, damit die Skellies tanken, kurz dahinter die Bowler, dass die Bowler halt den Schaden von hinten machen. Aber das muss auch erstmal alles koordiniert bekommen und das habe ich noch nicht hingekriegt. In keinster Weise. Das habe ich schon mal probiert, das ging sowas von in die Hose. Auch mit 2 Fingern setzen war da überhaupt nichts zu reißen. Und auf die Engineering RH10 Base hier macht er das richtig gut. Weit zum Ende des CKs hier. Richtig gerockt haben wir allerdings, muss ich dazu sagen. Ja, jetzt kommt es gleich wieder. Ah ne, der Mojo. Mojo, diesmal mit einem, ah ne, ich glaube, ein Sixpack hat er nicht gemacht, aber im ersten Angriff war 95%. Und auch der hier mit der Hexen-Bowler-Kombo. Okay, da kannst du hier kannst du natürlich gut schicken, weil hier erstmal nicht ganz so viel am Rand steht und schießen kann, aber er schickt auch erst immer einen Riesen vor. Das ist natürlich auch nicht schlecht, das mache ich auch gerne. Vor solche Truppen erstmal einen Riesen vorschicken, der so ein bisschen Feuer auf sich nimmt, dass ich die Truppen dahinter schön setzen kann. Und kommt hier sowas von gut mittig durch die Base rein. Ja, manche, muss ich sagen, wissen es halt, wie es geht. Ich weiß es immer noch nicht wirklich. Aber ich gebe, das wisst ihr, ich gebe nicht auf. Und irgendwann machen sich auch meine Max-Helden auf RH10 und auch meine relativ guten Truppen bezahlt. Denke ich mal. Ich bin schon ganz froh, dass meine derzeitige oder neue RH10 Base so gut gehalten hat. Zeigen kann ich euch die leider nicht, obwohl ich kann es euch eigentlich mal zeigen. Ist eine, ja, ich will jetzt nicht sagen eine typische Internet-Base, aber es ist eine Base, dessen Design ich auch nicht wirklich gewohnt bin. Und ne, ich zeige es euch nicht. Ich zeige es euch irgendwann mal, wenn ich das Ding als Farmdorf habe und hier vielleicht im CK ein oder zweimal nicht teilnehme, das ist vielleicht sicherer. Aber hier oben haben wir auch, wie immer, den Hocke. Hocke hat einen Sixpack gerissen auf zwar nur auf RH10, aber dieses nur ist natürlich sehr objektiv zu sehen, denn das waren hier gute, ich glaube, es waren 4 Sterne von Hocke. Erster Kampf waren 3 Sterne und der zweite Kampf dann mit einem Stern nochmal quasi die Base hier dann zugemacht, also mit 4 richtig guten Sternen, die natürlich auch gut weiterhelfen. Gerade im oberen Bereich, ich meine, das ist hier der fünfte, helfen natürlich solche 3 Sterner, wenn der Gegner oben versucht, unsere 2 die ganze Zeit zu machen. Weiß ich auch nicht, was den Gegner da geritten hat, aber irgendwie waren die nass drauf, den Mojo da mit mindestens 2 Sternen zu belegen. Weiß auch nicht warum. Aber da haben die einige Angriffe an Mojo gelassen. Und war natürlich umso besser für uns, wenn die Oberen sich nicht drum kümmern, vielleicht mal einen Zehner zu dreiern oder beim etwas unteren Elfer anzufangen, als dass sie gleich unseren Zweier sich da auf die Schippe nehmen. Und war vielleicht taktisch auch nicht klug, aber ihr habt es ja gesehen.
Bei uns sind zwei Neuner auf. Und das zeugt eigentlich davon, dass der Gegner nicht wirklich gut angegriffen hat. Er hat angegriffen, aber für unsere Verhältnisse, muss ich sagen, war das nicht wirklich gut. Hier oben haben wir noch den Max, also diese beiden Bases hier waren tatsächlich nur mit einem Stern belegt. Da hatte der Mustango heute in diesem CK mal einen etwas schlechteren Griff. Wie auch immer, eigentlich waren es gute Angriffe, aber das ganz kleine Quäntchen Superglück hat dann gefehlt. Und auch zu diesem Fight hier hatte ich eigentlich gesagt, dass er, wenn wir gleich mal zum Ende schauen, also ihr habt es ja schon gesehen, das wären zwei Sterne mit 56%. Und dann kann man eigentlich mal sehen, wie weit der Max hier gekommen ist. Und trotzdem hat er nur 56% der Base hier zerstört. Also da ging es dann auch nicht mehr wirklich um prozentuale Zerstörung, sondern es ging hier klar um Sterne. Die hat der Maxi natürlich auch gemacht, nämlich den einen mehr hier aus dieser Base, was dann zum Ende natürlich auch super hilft. Aber ich habe dann auch danach getippelt, Mensch, 56% und so viel eigentlich weg von der Base. Ja, ich meine, guck mal jetzt, 20%, 3, 25 gleich, 25 jetzt. Und das ist echt immer noch nicht viel. Das ist wirklich unnormal, wie wenig Prozente jetzt erst reingefahren wurden und der Angriff eigentlich schon so alt ist. Jetzt hat er Lack, dass die Bowler hier noch schön den Feger und den einen Tesla machen. Aber da oben gibt es natürlich richtig Feuer hier in dieser Ecke. Hier zwei Kanonen, zwei Minenwerfer und zwei Magertürme davor. Plus jetzt noch auf der Seite vor allen Dingen zwei X-Bögen, die ganze Zeit ballern. Und der eine Inferno, aber auf Single. Hier waren zwar jetzt die Skellies in der Mitte für die Miner, was jetzt nicht ganz so schlimm war, aber jetzt schnappen die sich noch ein paar Prozent, aber ihr seht selber, bis dahin waren es erst 47% noch und Max hat keine Truppe mehr. Also mussten es jetzt die Miner hier reißen, ob sie es wollten oder nicht. Oh, nochmal eine Riesenbombe, da ich gedacht, Mann, aber es waren hier dann schon über die 50%. Aber dennoch, guck mal da oben in der Ecke, wie viel Feuer da ist. Da musst du erstmal durchkommen. Also schöne, starke Base hier, finde ich. Ist zwar nach wie vor so ein bisschen Ringbase-Design, aber die Defi gut platziert und ein Dreier ist hier schon richtig schwer zu holen, muss man sagen. Und für den Max-Out, was der Maxa ist hier mit Helden und auch Truppen, ist das schon ganz schön knackig, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz 51-45 gewonnen und denke, war ein schönes Ding. Ich gucke mal, ob wir alle angegriffen haben. Ja, wir haben alle angegriffen, wir haben einen verloren. Was aber nicht so schlimm war, der war nämlich nur zu Gast, der Turbo war dem. Also alles gut, kein Stress, der wollte 1, 2, 3 CKs bei uns mitspielen, weil er ein paar Taktiken üben wollte, um mal auch andere Luft zu schnuppern. Haben wir auch schon mal so dran gedacht, dass so der eine oder andere mal ein bisschen wandern geht, wir mal nicht mehr so viel CKs spielen. Aber Clash of Clans ist nun mal CK-Spielen und deswegen nach wie vor gibt es hier ja nichts. Ich hoffe ja, dass vielleicht irgendetwas in dem Update mal wieder hieran gemacht wird, aber da weiß ich auch nicht, wie Supercell aus dieser Nummer kommen will, denn es gibt schon einige Level 15, 16 Clans und da müsstest du hier jetzt 11, 12, 13, 14, 15 mit reinbringen und die dann ja auch sofort quasi die Errungenschaft haben, beziehungsweise die erweiterten Sachen haben und für Clans auch für uns ist das dann im Moment eher uninteressant, wenn wir hier noch so den einen oder anderen Punkt machen. Aber so ein Clan-Level, na, der zieht natürlich schon. In Clash of Clans selber gibt es auch Neuigkeiten. Die gab es in den News, hatte ich gesehen. Und zwar heißt das so viel wie, da draußen gibt es nur Wasser, Wellen und Wogen. Ja, ich weiß nicht, worauf das hindeuten lässt, aber so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass irgendwann ein Captain's Log kommt, wo dann steht Land in Sicht oder was auch immer und dann wird es das Update womöglich geben. Ich bin jedes Mal erschrocken hier, wenn hier dann steht New Updates und ich gucke, nee, sind doch noch nicht die neuen, sind noch die alten. Und da bin ich echt mal gespannt, was da auf uns zurollt oder auf uns zu wellt oder was auch immer, was an Wasser auf uns zukommt, Boote, Truppen, Helden, sonstiges. Mal gucken. Ich bin da wirklich gespannt und das werdet ihr in jedem Fall
mit mir auch erleben. Zum Livestream, ich weiß es noch nicht, ich bin im Moment so ein bisschen nicht wirklich in Stimmung, um einen Livestream durchzuführen. Im Moment finden ja ziemlich viele Livestreams um mich herum statt. Jeder streamt im Moment live, so wie es ihm gerade passt. Und es ist natürlich doof, wenn man so ein bisschen in unserem kleinen Kreis die gleiche Community hat und vier Leute machen gleichzeitig einen Stream. Das ist kontraproduktiv und vielleicht sollte man sich da ein bisschen besser absprechen, wer macht eigentlich wann was. Und ich bleibe erstmal schön bei meinen Videos hier. Ich denke, das reicht mir auch und ich hoffe euch auch. Also ihr werdet mich in jedem Fall wieder in einem Livestream sehen, gar keine Frage. Ich kann nur noch nicht genau sagen, wann er kommt, aber ich werde ihn per Kurzvideo dann ankündigen. Und selbst wenn es am gleichen Tag ist oder ein paar Stunden in der Zukunft oder so, weiß ich noch nicht. Nur mal gucken. Sehen wir dann. Ich muss ein bisschen farmen. Ich konnte im Moment einen Bauarbeiter, jetzt quatsche ich natürlich echt viel, einen Bauarbeiter beschäftigen, nämlich den, dass der Turm hier auf Level 3 geht. Der läuft 8 Tage. Eigentlich hatte ich im Fokus gehabt, hier eine Kanone noch weiter abzudaten, denn die nächste ist in 20 Stunden schon wieder fertig und wollte eigentlich eine Kanone weitermachen, aber mal sehen. Ich habe jetzt 2-2, habe ja ganz guten Bonus dazu bekommen und Labor geht auch noch nichts, habe eine Mauer gemacht. Schauen wir mal, was da geht. Es geht auf jeden Fall mehr an Clash of Clans. Morgen noch eine Folge, am Samstag wieder 2 Folgen. Bleibt an mir dran, Abo nicht vergessen, Daumen nach oben und dann sehen wir uns, wenn der Thorsten wieder clasht.